You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Yo Leute, was geht ab? Es gibt ein neues Gameplay von mir hier, eine im Lauf, habe ich vorhin aufgenommen, direkt aufgenommen, damit es nicht wieder im Kinomodus abkackt. Und ja, eine im Lauf wird gespielt, mit dieser normalen Handwaffe wird ja immer gespielt und ja, endlich mal wieder Black Ops nach langer Zeit. Es werden jetzt auch mehr Black Ops Videos kommen, weil ich zocke es jetzt auch öfters, habe ich heute zum ersten Mal wieder gespielt nach circa guten 3 Wochen oder so. 3 Wochen, was heißt 3 Wochen? 2 Monaten würde ich locker schon sagen. Auf jeden Fall, ja, ich habe schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt und ja, ihr kennt ja auch mein Intro. Wahrscheinlich, ihr guckt es euch ja immer an, direkt am Anfang des Videos und ja, ich finde das Intro jetzt, ja, ganz lustig ist es schon, aber es ist natürlich nicht so das professionellste, deshalb. Wenn da einer von euch ist, der echt ein richtig gutes Intro erstellen kann, nicht so ein Standard-Intro, wie ich es auch kann, ja, der kann mich gerne mal anschreiben und wenn er Bock hat, mir eins erstellen, wird natürlich auch verlinkt, der Channel und alles Mögliche. Vielleicht kriegt auch ein Dual-Commentary mit mir, wenn er Bock hat. Und ja, wenn da einer unter euch ist, ihr Zuschauer, meldet euch bitte mal bei mir, wenn ihr halt gut Intros machen könnt und ja. Ne, das wollte ich eigentlich nur mal eben so loslassen. Black Ops ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Spiele ich sehr gerne. Ist eigentlich mein Lieblingsspiel. Besser als MW3 auf alle Male. Ja, hier ist ein geiler Moment. Jetzt fällt dieser Typ. Jetzt renne ich schön hinter dem her und zack, kriegt dann Messer im Rücken. Ja, Black Ops wird wie gesagt öfters jetzt kommen. Und ja, Black Ops 2 dauert ja auch nicht mehr so lange. Ich glaube September oder so kommt das raus. Ich hoffe mal nicht. Ich habe mich ja noch nicht dazu geäußert zu dem Spiel hier auf YouTube. Ich hoffe mal nicht, dass es zu futuristisch wird und ja, Spaß machen wird. Nicht so Laserwaffen und so ein Kack, das brauchen wir echt nicht. Es soll wirklich schon realistisch sein, finde ich. Wie die anderen CODs auch, was das realistisch, aber ja, relativ realistisch halt. Nicht in der Zukunft spielen. Wäre schon besser. Aber nun, ja, kann man jetzt nichts machen, können die Entwickler ja nur entscheiden, wir haben da ja nichts zu sagen. Vielleicht wird es ja auch ganz gut, werden wir sehen halt. Und ja, ihr könnt mich immer noch adden auf X-Mister Entertainment. Den Account habe ich ja vor ca. 2-3 Wochen gemacht. Und ja, wie gesagt, es sind noch genug Plätze frei. Ich sage es immer wieder, addet mich, bevor das voll ist. Weil ich kriege immer neue Anfragen, kann ich dich adden, bla bla bla. Ja, hier ist diese Add-Aktion, addet mich auf X-Mister Entertainment. Steht auch in der Beschreibung nochmal mein Channel. Was heißt Channel? Mein ja, mein PSN-Name. Und ja, ihr könnt mich auch gerne bei Skype adden, wenn ihr mich da nicht zu... Aber nur, wenn ihr mich da nicht so zu spammt, ne? Sonst, ja, ich spiele halt mittendrin und bin meistens immer abwesend bei Skype, deshalb ruft mich meistens am besten nicht an, weil ich meistens eh nicht telefoniere und ich so einen behinderten Surfstick habe und der ist richtig kacke und ja, nehmt den mal lieber nicht. Und ja, wie gesagt, das Gameplay ist jetzt gleich auch schon vorbei, ne? Also, wie gesagt, das zweite Spiel, glaube ich, erst, was ich in Black Ops gespielt habe, direkt auf Nuketown, einem Lauf, wird 5-1 ausgehen, zack, letzte Kill. Und ja, da habe ich ihn gesehen, im kleinen Bushanger drin, ne? Und ja, Leute, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Scared of your stolen power.
See you rise through you any eye.